Was hier aussieht wie irgendwie ein Bällchenbad oder Kugelspiel, hat einen hochinteressanten Hintergrund, weil hier sehen wir das Q-Seed-Modul von Moso in Aktion mit all seinen Vorteilen, Liftfunktionen, Schwebefunktionen und ähnliches. Aber ganz genau kann uns das Klaus Gierse von Moso bestimmt nochmal besser erklären. Ja, also das Q-Seed-Modul simuliert hier eine Mikrobewegung und die Bälle zeigen eine relativ kleine Bewegung groß an. Das heißt, man kann erkennen, wie diese Bewegung eigentlich abläuft und wie die Druckentlastung vonstatten gehen wird. Ja, Mikrobewegung, wunderbar, medizinisch extrem sinnvoll, aber hier die große Bewegung simuliert ja auch und zeigt auch vor allem ganz wunderbar eure tolle Schwebefunktion, nämlich, dass man nicht mehr beim E-Rolli fahren, wenn man einen Berg hochfährt, plötzlich fast aus dem Rolli fällt oder schräg zum Berg vor Angst getrieben das Farbe aus dem Gesicht verliert. Hier kann man sehen, das Q-Seed-Modul von Moso, wie es eine immer parallele Sitzen im E-Stuhl ermöglicht. Ja, genau, das schafft es. Das heißt, wir messen den Untergrundwinkel und der Sitzwinkel wird für den Nutzer so ausgeglichen, dass er eigentlich von dem schiefen Untergrund nichts mehr merkt. Das heißt, Sie können steile Rampen rauf und runter fahren und Sie merken auf dem Modul eigentlich nichts. Ja, das Q-Seed-Modul von Moso, es gleicht es aus, wenn man eine Rampe hoch oder runter fährt, man fällt nicht nach vorne aus dem Rollstuhl, man wird nicht plötzlich nach hinten gekantelt, was ja eventuell sogar auf Atmung, Gleichgewicht und ähnliches sehr negative Eigenschaften haben kann. Und die Angst des Umkippens, die oft zwar technisch unbegründet ist, aber natürlich im Kopf stattfindet, das Q-Seed-Modul gleicht all dieses vollautomatisch in Mikrosekunden aus und hebt das Fahren im E-Stuhl auf einen immer parallelen, vollen neuen Level.